Fußball war immer schon mein Leben. Da habe ich nur versucht, schnell zu essen und schnell wieder aufs Zimmer. Mir sind, glaube ich, Tränen gekommen. Selbst in Dieter Hönes sind auch Tränen gekommen, weil er gesagt hat, schon Wahnsinn. Moin Leute, es ist wieder soweit. Die Kultkicker sind zurück. Heute im wunderschönen Borussia-Park hier in Mönchengladbach. Immer noch mit schönem Wetter und immer noch mit Abstand. Aber wir freuen uns sehr, dass wir einen neuen Gast hier haben. Und ich möchte euch stolz präsentieren. Moin, Torben Marx. Hallo zusammen. Hi. Schön, dass es geklappt hat, Torben. Gerne. In diesen Zeiten kann man ja am Anfang auch gerne nochmal fragen, wie geht's dir gesundheitlich, deiner Familie? Alles in Ordnung bei euch? Ja, bei uns ist alles super. Wir haben so, oder sind zum Glück verschont geblieben von der... Ja, von der schlimmen Krise, sage ich mal. Uns geht's gut, wir sind alle gesund. Auch in meinem engsten Umfeld hatten wir jetzt niemanden dabei, der jetzt irgendwie damit zu tun hatte. Und von daher sind wir bis jetzt ganz gut durch die ja, nicht ganz so einfache Zeit durchgekommen. Sehr gut, schön zu hören. Trotzdem schwenken wir schnell an zum schöneren Thema, nämlich deiner fußballerischen Karriere. Die fing in Berlin an, wo du ja auch geboren bist, bei Marienfelde hieß der Verein. Genau. Wir hatten bei unseren Gästen vorher immer verschiedene Geschichten. Bei manchen war es Liebe auf den ersten Blick. Bei Carsten Ramelow musste die Mutter die die Hosentaschen zunähen, weil er so keinen Bock auf Fußball hatte. Wie war es bei dir am Anfang? Nee, ich habe von klein auf, also sobald ich laufen konnte, war ein Ball dabei. Für mich war immer Fußball, Fußball, Fußball. Ich habe einen 2 Jahre älteren Bruder, mit dem habe ich dann natürlich schon im Garten immer Fußball gespielt, mit meinem Vater ein bisschen. Und dann war es einfach so, dass ich wirklich jede freie Minute am Fußballplatz war. Der war auch direkt bei mir um die Ecke. Und deswegen kann ich sagen, Fußball war immer schon mein Leben. Und ja, bin natürlich dann froh, dass das später dann auch wirklich in den Profibereich geklappt hat. Aber für mich war immer nur Fußball, Fußball, Fußball. Du bist ja dann, laut dem Internet 1986 hast du angefangen, Fußball zu spielen bei Marienfelde, also mit 5 Jahren. Du bist dann 1994, da warst du dann 13, zu Hertha Zehlendorf gegangen, glaube ich, in Berlin. Ein recht guter Verein, genau. Im Jugendbereich auch. Ja. Hattest du da schon irgendwelche Ambitionen auch zu sagen, vielleicht mal Profi werden, oder hattest du sogar schon dieses feste Ziel, oder... Wie war die Absicht bei dem Wechsel? Also ich war ja dann 13 Jahre, da bin ich zu Hertha Zehlendorf gewechselt. Genau. Das war in Berlin halt, oder ist immer noch in Berlin ein guter Verein für die Jugendarbeit. Die machen da sehr, 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 sehr viel. Und das war einfach so für mich der nächste Schritt. Ich war dann in der Berlin-Auswahl auch und dann kam die Anfrage von Hertha Zehlendorf. Mhm. Und ich war immer schon sehr ehrgeizig und wollte das einfach mal probieren. Aber ich glaube, mit 13 ist es einfach noch zu früh zu sagen, ich will unbedingt Profi werden. Sicherlich ist es ein Traum gewesen. Und dann bin ich da hingewechselt und dann hatte ich da echt eine schöne Zeit, muss ich sagen. Also ein schöner Verein mit Kumpels dann, die ich dann da auch gefunden habe, zusammengespielt und dann auch schöne Turniere erlebt und so. Und das war halt echt eine schöne Zeit und die werde ich auch nie vergessen. Hattest du da in der Zeit als 13-Jähriger, so was war da so dein fußballerisches Vorbild? Hattest du eins, dem du so ein bisschen nachgeeifert hast? Oder ja, ich war als Jugendlicher immer Bayern-Fan. Also ganz extrem. Ich hatte das Tapete, hatten wir schon ein paar Mal, Bettwäsche, ja? Ich hatte alles von denen. Ach, echt? Und habe Wahnsinn. Auch manchmal geheult, wenn die dann verloren haben und so. und da war dann immer so Mehmet Scholl, Lothar Matthäus, so diese Generation. Okay. Das war immer so, die ich dann schon sehr, sehr bewundert habe. Und 1998 bist du dann mit 17, ein paar Jahre, du warst dann 4 Jahre bei Hertha Zehlendorf, bist du dann zu Hertha gegangen, da dann aber wahrscheinlich schon mit dem Ziel, Profi zu werden, oder? Ja, doch, da hat sich das dann schon so ein bisschen, ja, ich sag mal nicht herauskristallisiert, aber das war dann schon so ein Ziel. Doch. Du warst auch Juniorennationalspieler? Genau, ich war dann Juniorennationalspieler und dann kamen auch schon die ersten Angebote aus Westdeutschland, aber da hätte ich dann ins Internat gemusst und das war für mich einfach viel zu früh. Und so konnte ich dann weiter bei meinen Eltern noch wohnen, war in meiner Heimatstadt. Und da hatte ich natürlich schon so im Hinterkopf, ja, vielleicht reicht das wirklich mal für den Profibereich. Weil ich weiß noch, da kam dann, damals war der Jürgen Röber und der, wie hieß der Co-Trainer nochmal? Den blenden wir ein, jetzt. Ja, genau. Den Co-Trainer blenden wir jetzt ein. Ja, weiß ich jetzt den Namen, fällt mir irgendwie gerade nicht ein. Aber sogar der Co-Trainer war dann bei meinen Eltern zu Hause und hat mit meinen Eltern auch nochmal gesprochen.
Und das der Co-Trainer von den Profis. Von den Profis, genau. Mhm. So, und das war halt für mich damals schon was Besonderes. Klar. Und da hatte ich schon das Gefühl, okay, der Verein plant wirklich mit mir auch längerfristig. Und ja, deswegen war das dann auch eine leichte Entscheidung für mich. Du hast dann, glaube ich, auch unter Jürgen Röber dein Bundesliga-Debüt gegeben, glaube ich. November 2000 wurde es für Sebastian Deißler eingewechselt, bei einem 4-0-Sieg in Frankfurt. Mal für alle Nostalgiker nochmal die Mannschaft nochmal ein bisschen uns angucken. Also Van Buurik hat da schon gespielt, Deißler, wie gesagt, Michael Preetz hat da getroffen. Ja, also eine ziemlich spannende Mannschaft, die Hertha so hatte. Wie kamst du so klar, als du als junger Spieler in dieses Teamcast, was damals ja auch sehr, sehr gut war, ja, also in der Bundesliga-Tabelle unter den ersten sechs so relativ fest dabei war. Mhm. Ja, es war halt eine extrem spannende Zeit. Ne? Ich habe ja erst mal eine Zeit lang da mittrainiert, dann bin ich ab und zu meinem Kader gewesen, aber war halt weit davon entfernt, da mal meine Einsätze zu haben. Mhm. Und aber so hat man so ein bisschen die Scheu abgelegt, dadurch, dass ich, weiß ich nicht, wie viele Monate denn schon bei den Profis auch mittrainiert habe. Ja. Ja, die Mannschaft, die war natürlich, Preetz war da, ich glaube, Stefan Beinlich, ein Deißler, den man auch gerade in meinem Alter war. Ja, klar. Der aber schon, ja, schon wirklich in Deutschland eine Nummer war. Und das war dann schon wirklich eine tolle Mannschaft mit richtigen Persönlichkeiten. Mhm. Und als junger Spieler schaut man da halt extrem zu auf. Und ich weiß noch, wenn wir irgendwo essen waren, dann habe ich kein Wort gesagt, ne? Weil dann habe ich nur versucht, schnell zu essen und schnell wieder aufs Zimmer. Also das war schon echt. Und ja, und dann, wo der Trainer mich dann zur Seitenlinie gerufen hat, ich meine, das waren noch, ich glaube, 3 Minuten oder so. Genau, ja. Ich glaube, einen Ball habe ich auch nicht mehr berührt. Aber es war halt einfach so, okay, jetzt hast du mal ein Bundesligaspiel. Ja. So, das hat einen schon stolz gemacht. Ja, glaube ich. Und wie war es dann so? Also du sagst, du hast da den Ball nicht berührt, aber hast du dir einen großen Kopf gemacht, kurz bevor du eingewechselt bist, oder hast du einfach nur Lust? Ja, das Gute war, das Spiel war schon entschieden. So, ja. Da habe ich gedacht, okay, das so schlecht kann ich es gar nicht machen, dass ich da nochmal irgendwas dem Verein schade. Aber ja, es war einfach ein besonderer Moment auch. Mhm. So in so einem vollen Stadion, dann ist ja immer ein Traum, mal in der Bundesliga zu spielen, auch wenn es nur für 3 Minuten waren. Ich glaube, der Benjamin Köhler, der ist auch in dem Spiel eingewechselt worden. Auch, ja. Das waren eigentlich, oder wir waren seit langem mal wieder Spieler, die aus der eigenen Jugend gekommen sind. Und es war halt schön, auch mit einem Freund damals, da waren wir noch echt gut befreundet, dann gleichzeitig das Bundesliga-Debüt zu machen, das war schon was echt ganz Besonderes. Du hast dann ein Jahr, hat es glaube ich wieder gedauert, bis du dann ein zweites Spiel gemacht hast. In dieser Zwischenzeit, ich konnte es jetzt nicht genau nachvollziehen, ob du da verletzt warst oder ob du da vielleicht auch dann irgendwie ein Tief hattest. War das, was war in der Zeit? Oder? Nee, das war einfach so, dass dann wahrscheinlich auch alle Spieler wieder fit waren. Okay. Oder viele Spieler, die dann bei meinem Einsatz dann vielleicht verletzt waren, dass ich dadurch auch erst die Chance bekommen habe und die waren dann halt später alle wieder fit. Und dann war das so als junger Spieler extrem schwer, sich da durchzusetzen. So, weil, ja, es lief ja auch ganz ordentlich. Und da hatte ich dann eigentlich zu dem Zeitpunkt keine wirkliche Chance, da zu spielen. Warst du denn dann da auch mit dieser Situation, konntest du das gut einschätzen? Warst du relativ entspannt? Du warst ja noch ein sehr junger Spieler, also 19, 20. Oder hast du dir da schon einen Kopf gemacht von wegen, oh, vielleicht bin ich auch einfach, vielleicht reicht es am Ende des Tages doch nicht? Oder? Ja, ich war eigentlich schon sehr geduldig, muss ich sagen. Dadurch, dass ich immer beim Training dabei war und auch in den Trainingslagern, dann habe ich meine Spielpraxis halt über die Amateure bekommen. Wo du in einer Saison sogar 9 Tore geschossen hast. Ja, genau, ja. Was sehr untypisch für mich ist. Aber da habe ich mir schon gedacht, okay, meine Zeit wird kommen. Ich muss halt dranbleiben. Das geht alles über Leistung. Und ich muss mich natürlich auch in gewissen Bereichen noch verbessern, das wusste ich auch. Und so war ich eigentlich relativ entspannt. Also zum Glück kam dann auch der zweite Einsatz dann irgendwann. Genau. Danach gab es ja wieder eine längere Pause auch. Genau, aber dann? Dann kam ein Trainerwechsel, dann kam der Falko Götz, den ich schon Amateuren hatte. Und da kamen wir echt ganz gut klar. Und dann war die Situation einfach im Verein auch so, ja, dass man auch mal ein paar junge Spieler hat reinwerfen können. Und dann ging es eigentlich so richtig los bei mir. Du warst dann in dieser Zeit, also nachdem quasi dich bei Hertha festgespielt hattest als junger Spieler, warst ja auch U21-Nationalspieler und warst
warst du, sag ich mal, dann hast du dann richtig den Durchbruch geschafft. Wie kamst du privat so damit zurecht? Also wie hast du das, diesen Ruhm, der dann vielleicht auch kam, wie hast du das so verpackt? In so einer Stadt wie Berlin vielleicht auch nicht? Ja, das ist sehr spannend, kann ich mir das vorstellen. Ja, auf jeden Fall, das ist wirklich so. Also ich glaube schon, dass ich immer ziemlich bodenständig war. Aber wenn du dann so den ersten Hype mitbekommst, so, der dann auch um dich entsteht, weil du als junger Spieler in so einer großen Stadt aus dem eigenen Verein hochkommst, dann noch in so einer guten Mannschaft spielst, Erfolg hast, da ist es schon nicht ganz einfach, auf dem Boden zu bleiben, muss ich schon sagen. Also sicherlich war ich auch das ein oder andere Mal dann auch feiern und habe mich feiern lassen, so, was ja dann auch ziemlich einfach ist. Ja. Ja, da muss man schon aufpassen, gerade in so einer Stadt, wo du halt so viele Möglichkeiten hast. Und ja, aber ich glaube, das war auch sehr hilfreich für die weitere Karriere für mich, dass ich direkt am Anfang in so einer großen Stadt Profi geworden bin. Da wusste ich dann schon, dass man auch außerhalb ein bisschen aufpassen muss. Ja, also dann gab es nämlich eine Geschichte. Damals bist du warst essen und hast dann ein bisschen zu scharf gegessen. Ich glaube, es war ein Pfeffersteak. und wurdest dann nämlich mit überhöhter Geschwindigkeit, zumindest stand es in den Recherchen, die ich hatte, von der Polizei angehalten. Und die dachten, da wäre was anderes als ein Pfeffersteak im Spiel. Vielleicht kannst du die Geschichte noch mal kurz erzählen. Ja, das war echt damals keine schöne Zeit. Also kein schöner Moment, sage ich mal, weil es hat sich zum Glück alles auch schnell geklärt wieder. Aber es war so, wir hatten vormittags ein echt hartes Training gehabt. Und wer mich kennt, der weiß, dass ich danach immer auch so nachschwitze und so. Ne? Und ich bin dann in die Stadt, war auch noch was essen gewesen. Pfeffersteak habe ich damals noch gegessen. Mittlerweile esse ich ja kein Fleisch mehr, aber damals habe ich es noch gegessen. Und ja, bin dann wieder ins Auto eingestiegen und habe dann rechts überholt. Ja. So, also ich glaube, ich war gar nicht zu schnell, aber ich habe rechts überholt. Und dann kam halt, hat mich Polizei rausgewunken auf so ein Motorrad. Und hat dann so reingeguckt, hat gefragt, ob ich irgendwas genommen habe oder so. Ne? Vielleicht sah ich so schlimm aus gerade. Haben die dich erkannt als Fußballspieler? Na, der auf dem Motorrad weiß ich nicht. Okay. Also auf jeden Fall, dann habe ich gesagt, nee, habe ich nicht. Und dann hat der gesagt, ja, der will gerne mal einen Test machen. Dann habe ich gesagt, ja, kein Problem. Und dann gibt es ja bei der Polizei, gibt es irgendwie so eine Streifentest. Und dann wurde das so auf der Stirn so abgemacht. Und dann auf einmal hat sich einer, ich glaube, der Streifen mit Kokain hat sich verfärbt. Ui. So, da habe ich mir gedacht, ach du Scheiße, was ist denn jetzt los? So. Ja. Und dann habe ich gesagt, keine Ahnung, also sie können mir Blut abnehmen, ich kann Urinprobe abgeben, können alles machen. Dann hat er gesagt, ja, müssen wir auch machen, sie müssen jetzt mit auf die Wache kommen. So, und dann hat er über Funk halt auf der Wache angerufen. Und da muss halt dann irgendjemand gewesen sein, der meinen Namen erkannt hat. Ah, okay. So, und deswegen wurde es auch direkt an die Presse weitergegeben. Ich habe dann mein Auto stehen lassen, bin dann nach Hause gefahren mit dem Taxi und dann kam schon ein Anruf vom Verein, was da los war. Da habe ich gesagt, keine Ahnung, ich wurde getestet, aber ich habe nichts genommen. Ja. So, und dann, dann stand es halt nächsten Morgen direkt ganz dick in der Presse. Dann hatten wir morgens Training gehabt. Ich war vorher noch im Büro gewesen beim Manager, beim Dieter Hoeneß damals. Der hat mich auch nochmal gefragt. Hat gesagt, okay, wir glauben dir. Und dann war ich beim Training und dann hat er mich direkt vom Trainingsplatz runtergeholt. Dann sind wir beide ins Krankenhaus gefahren, da haben wir dann so einen Schnelltest gemacht und saßen da wirklich, dann es dauert eine halbe Stunde, da saßen wir beide so und keiner hat ein Wort gesagt. Und dann kam das Ergebnis und dann haben sie halt gesagt, okay, ist nichts. Ja. Und dann ist echt, also mir sind glaube ich Tränen gekommen, selbst dem Dieter Hoeneß sind auch Tränen gekommen, weil er gesagt hat, schon Wahnsinn, wenn jetzt da was passiert wäre und so. Ja. Ne? Und man hat es nicht mal mit Absicht gemacht zum Beispiel. Ja. Aber das war echt eine verrückte Zeit damals. So. Ja, glaube ich. Aber sportlich war diese Zeit ja wirklich sehr erfolgreich bei Hertha, wo du als junger Spieler warst. Wie gesagt, auch U21-Nationalspieler. Gab es da zu der Zeit auch mal, jetzt kannst du das ja erzählen, gab es da auch mal Angebote vielleicht von einem Verein, wo du auch überlegt hast, vielleicht hinzugehen, weil es vielleicht noch eine Nummer größer gewesen wäre? Ach, nee, ehrlich gesagt gab es das gar nicht so wirklich. Also, weil ich war auch immer jemand,
ich habe mich auch mit so Vereinswechseln nicht wirklich beschäftigt. Mhm. Oder habe meinem Berater gesagt, er soll jetzt mal suchen, weil ich habe gerade eine gute Zeit, mal gucken, was da passiert. Weil damals war ich bei Hertha und habe mich da super wohl gefühlt. Ich habe international gespielt. Genau, viel, ich hatte da alles. Ich konnte zu Hause wohnen. Und Zu Hause? Nee, ich bin dann ausgezogen, aber trotzdem, also Berlin war mal zu Hause, das meine ich damit. Und deswegen kam für mich irgendwie ein Vereinswechsel auch gar nicht so in Frage. Sicherlich gab es mal so ein paar Angebote, ich weiß, eins war noch von Sampdoria Genua aus Italien, wo man so gedacht hat, puh, aber das war für mich kein Thema. So. 2006 bist du dann ja trotzdem aus dieser großen Stadt Berlin, vom Hauptstadtclub nach Ostwestfalen zu Arminia gegangen. Wie kam der Wechsel zustande? Weil, also, wenn ich jetzt so deine Karriere, habe ich mir natürlich nochmal alles durchgelesen, dann ich mir so, Herr Bielefeld war schon dann irgendwie, im ersten Moment habe ich so dann gedacht, da war doch bestimmt auch noch was anderes im Spiel als jetzt Bielefeld. Und habe mich ein bisschen, ohne jetzt Bielefeld zu nahe treten zu wollen, habe mich ein bisschen gewundert. Also wirklich auch so rein vom Umfeld her, weil das ist ja ein großer Unterschied. Warum hast du dich damals für Bielefeld entschieden? Ja, also mein Vertrag ist dann in Berlin ausgelaufen, hatte dann auch in der letzten Saison keine gute Saison, habe da ganz wenig gespielt und dann war eigentlich von beiden Seiten klar, okay, der Verein will nicht mehr verlängern. Für mich wäre es auch besser, ich suche mir einen Verein, wo ich wieder regelmäßig spiele. Hatte dann auch so 2-3 Angebote, die aber jetzt alle nicht zu den Top-Vereinen in der Bundesliga gehören. Ich weiß, damals war dann noch Hannover war noch im Spiel, Nürnberg war im Spiel. Also auch so eine Bochum, so eine Vereine waren das. Und da habe ich dann gesagt, ne, Bielefeld, da habe ich eine gute Chance zu spielen, regelmäßig zu spielen. Ich fand das Stadion irgendwie auch ganz sympathisch. Und ich muss sagen, ich wollte, weil meine Frau, die war dann auch schwanger gewesen. Und wir hatten dann irgendwie auch so ein bisschen die Schnauze voll von Berlin, so einer großen Stadt. Und wollten dann wirklich mal für uns was Ruhiges haben. Und dann haben wir gesagt, da passt Bielefeld eigentlich ganz gut. Hab dann dafür 3 Jahre unterschrieben. Und mein Glück war dann, oder das Schöne war, wir haben dann 3 Jahre auch Bundesliga gespielt. Ja. Leider sind wir im letzten Jahr dann abgestiegen. Ja. Aber auch da war das eigentlich eine schöne Zeit, muss ich sagen. Ja, also, wie gesagt, ich will das ja gar nicht schlecht reden. Ganz im Gegenteil. Ich finde nämlich, du hattest da auch eine sehr, sehr kultige Mannschaft, in der du gespielt hast. Mit Spielern wie Fatmir Vata noch, König Arthur Wichijarek, Rüdiger Kauf, Tobi Rau. Ist ja heute Schulstadt in NRW. Ja. Liebe Grüße an der Stelle. und Jörg Böhme, Jonas Kamper dann auch und so weiter. Ja, also... Du hast mal in einem anderen Interview gesagt, du hattest auch Spieler in der Karriere, die so gewisse Sachen nicht so ernst genommen haben, so wie im Urlaub fit bleiben und so. Ohne den Spieler jetzt so zu kennen, aber Fatmir Vata, war der einer dieser Spieler oder wie war Fatmir Vata? Nee, Fatmir, der war eigentlich ein cooler Typ. Also man konnte mit dem echt gut umgehen. War halt natürlich auch sehr eigen, ne, weil er halt so sein Ding gemacht hat. Ja, auch in gewisser Weise ein Egoist. So. Total abgezockt, muss man sagen, so auf dem Platz. Da hat er sich nichts gefallen lassen. Aber er war echt ein umgänglicher Typ. So, ich kann gut sagen, ich habe, glaube ich, ein Jahr, glaube ich, mit ihm gespielt. Aber wir haben uns so gut verstanden und alles gut. Also. Sehr cool. Ihr habt da ja auch dann, also gerade auch in der ersten Saison hat er ja überhaupt nichts mit dem Abstieg zu tun gehabt. Hat da, glaube ich, auch gegen Bayern damals 2-1 gewonnen zu Hause. Ich glaube, das war das Traumtor von Jonas Kamper. Ich glaube, das war das, ja. Wahnsinnig geiles Tor geschossen. Ja. Von daher kann ich mir vorstellen, dass das eine coole Zeit war bei Bielefeld, die dann nach 3 Jahren eben vorbeiging mit dem Abstieg. Du hattest ja vorher nichts mit Abstiegskampf zu tun eigentlich in deiner Karriere, so richtig. Genau. Zweites Jahr bei Bielefeld habt ihr den Abstiegskampf auch dann gemeistert. Abstiegskampf, wie schlimm ist das? Ja, es ist wirklich nicht schön. Also ich sag mal, in Bielefeld, da weiß man, dass es wirklich nur um Abstieg oder Nicht-Abstieg geht. Ja. Von daher konnte man sich da immer ganz gut drauf einstellen, sag ich mal. Mhm. Du wusstest, du wirst jetzt keine 5-6 Spiele am Stück gewinnen. Sondern es wird immer halt, in jedem Spiel wird es ein Kampf sein, dass du dir irgendwo über die Saison die Punkte zusammenkratzt. So. Klar, umso länger die Saison ist und umso mehr du unten drin stehst, es ist halt gibt es kein Spiel, wo du zum Spiel gehst und sagst, oh, ich freue mich jetzt voll auf das Spiel. Sondern du hast wirklich diesen Druck. Ja. Wenn du heute verlierst, dann kann es wieder vorbei sein und dann rutschst du ganz unten rein.
Also es ist schon nicht ganz einfach und ich sag mal, so einen Abschiedskampf nimmst du auch wirklich mit nach Hause. Das ist okay. So, du kannst im Privatleben nicht komplett dich davon freimachen, sondern du bist schon mit dem Kopf immer so, ja, was ist, wenn wir jetzt wieder verlieren und hoffentlich schaffen wir das und also das ist schon nicht ganz so einfach. Warst du auch ein Spieler, der so, sag ich mal, so persönliche Wertungen im Kicker auch mit nach Hause genommen hat oder war dir das gar nicht so wichtig, wenn man da mal schlecht beurteilt wurde, sondern du hast so in der Mannschaft gedacht? Also man guckt auf jeden Fall. Ja? Also ich glaube, okay. Es gibt nicht viele Spieler, die das gar nicht interessiert. Mhm. Also man guckt schon immer, was hast du in der Bildzeitung für eine Note oder im Kicker oder so. Aber irgendwann lernt man damit umzugehen. Also manchmal habe ich eine gute Note oder eine bessere Note bekommen, als ich selber von mir eigentlich gedacht hätte. Mhm. Und manchmal hast du gedacht, oh, heute war es eigentlich ganz ordentlich und hast dann auf einmal eine 5 oder eine 4 bekommen. Mhm. So, deswegen irgendwann hat man gesagt, eigentlich ist es wichtig, was du selber für ein Gefühl hast und was der Trainer über dich denkt. Und alles andere ist halt, ja, ist einfach eine Beurteilung. Da gibt es verschiedene Meinungen wahrscheinlich. Mhm. Deswegen habe ich mich dann eigentlich, ja, gerade später damit so gut wie gar nicht mehr beschäftigt. Okay, also 2009 ging es dann weg von Bielefeld nach Mönchengladbach. Wieder ein, sag ich mal, ein größerer Verein. Mhm.